Was ist denn das, wenn man nicht die richtigen Styles zum Spielen hat? Konnichiwa, hallo, grüezi, servus, hallo und guten Abend miteinander. Ganz wichtiges Thema. Wenn ich mich da verhau, vielleicht falscher Rhythmus, falsche Harmonie, gibt es natürlich viele, viele Ursachen. Aber die Hauptursache, wenn was nicht gut klingt oder wenn wir keinen Spaß am Keyboard haben, ist, wir tun uns tot registrieren. Das heißt, wir registrieren von morgens bis abends, vergessen aber zu spielen. Was gibt es da für eine Lösung? Was sagt mein Freund Alois? Spielen. Einfach spielen. Ich bin ja, ihr wisst es, ein Verrückter, der schon immer sagt, einfach einen x-beliebigen Style anwählen und einfach mal inspirieren lassen. Gucken, ob einem was einfällt. Intro 3 haben wir viel Zeit. Und dann einfach losspielen. Aber unsere Heidrun, die Style-Göttin, hat uns jetzt das Leben erleichtert mit dem Style-Finder. Und wenn wir ehrlich sind, liebe Heidrun, haben wir vor 15 Jahren oder ca. plus minus mal eine Style-Datenbank angefangen, die leider nur von dir gepflegt wurde und viele Leute gesagt haben, oh, tolle Idee, machen wir auch mit. Aber es hat wirklich niemand sich da so reingehängt. Und auch natürlich nicht immer gleich die passenden Styles. Und jetzt hast du den Style Finder als Registration gemacht und das ist einfach perfekte Sache. Liebe User draußen, wie funktioniert das? Erstmal Grüße an alle natürlich. Ich glaube, ich habe euch schon begrüßt. Ihr geht auf Sound Wonderland und holt euch den Style Finder. Den gibt es jetzt noch nicht für alle Instrumente, aber es wird sicher das eine oder andere noch dazukommen. Und ich zeige euch, was der macht und was die Idee dahinter ist. Gehe mal auf mein Keyboard-Display. Und jetzt gehe ich einfach, dass ihr seht, dass ich noch da bin, mache ich mich in die Ecke hin. Und jetzt gehe ich einfach mal auf User. Ich habe den Style Finder jetzt auf dem USB-Stick. Aber ihr könnt den dann nicht an euren Wunschplatz nehmen, wo ihr ihn wollt. Am besten unter S wie Style Finder gucken. Genau. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Ihr hört ein Lied und wisst zumindest die Taktart. Kein Geheimnis, ich habe ja einige Tipps und Tricks noch dazu bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt einfach sage, nur das Taktmaß, das ist schon eines, aber ich muss auch das richtige Tempo haben. Dazu aufpassen, dass manche Styles sozusagen doppelt so schnell oder halb so schnell sind, einfach weil die Umsetzung der Notenwerte mal nach oben oder nach unten geht. Das merkt er aber immer gleich. Das heißt, wenn einer natürlich mit 16-Beat, 8-Beat und dann halbiere ich die Geschwindigkeit, verdopple ich die Geschwindigkeit, das hört er aber einfach beim Taktmaß. Denkt immer dran an die Tänzer. Wie vergnoten die sich? Wie können die ihre Schritte machen? Tempo, auch wichtig, kam auch gerade eben noch die Frage mit dem Tap-Tempo. Da mache ich mal hier die Überkopfkamera ein. Wir haben in nahezu jedem Keyboard ja immer das Tap-Tempo schon drin. Das ist immer links neben dem Tempo gewesen. Das heißt Tempo schnell, Tempo langsam. Yamaha hat es so gemacht, dass ich ein Taktmaß eingeben muss und dann startet es. Ich mache jetzt, müsste jetzt eigentlich noch mal in James Last kommen, wenn ich 1, 2, 3, 4 mache. Das heißt, ich wähle wirklich nur 1, 2, 3, 4 meinen Takt und sobald er das übernommen hat, wenn ich mache mal keine Überkopfkamera, mache ich mal schneller. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da habe ich jetzt die Definition des Tap-Tempos auch. Das heißt, selbst die Lautstärke kann ich ändern. Oh, jetzt habe ich gerade, Entschuldigung, ganz, ganz schnell gemacht. Machen wir schön das Bild weg, dass er das seht. Das heißt, wenn ich die Taste direkt Access drücke und dann Tap-Tempo, dann kann ich hier die Definition meines Tick-Tick-Tick machen und ich kann sogar wählen, welchen Klang ich nehme. Ob ich... brutal, natürlich nicht. Machen wir lieber wieder die schöne Hi-Hat. Fehlerbug von Yamaha festgestellt, habt ihr das gemerkt? Er zeigt noch schon Hi-Hat closed, aber wählt sie noch nicht, weil ich das da gerade in dem Moment gestartet habe. Das heißt, er muss gestoppt sein und dann closed.
Und dann macht er den Notenwert, den ich gewählt habe, auch wieder die Hi-Hat. Die Lautstärke einfach, dass er da, dass er euch nicht die Ohren kaputt schlagt. Und dann 1, 2, 3, 4. Also das ganz wichtig. Einfach, wenn ich ein Lied höre, dann wippt man ja immer auch mit dem Kopf mit. Dann tippt einfach künftig mit dem Finger mit. Wenn er sagt, da fällt mir gerade ein Lied ein oder Atemlos. Also egal welches Lied, geht nicht nur für die Helene, sondern für alle. Einfach schön eintappen. Aber jetzt zurück. Also hier war noch die Definition von der Tap-Tempo. Style Section Reset on off, dass er wieder Takt Anfang sozusagen bedingt. Wir lassen alles einfach so eingestellt, wie es bei euch ist. Da verstellt er mal gar nichts. Und wenn euch das Instrument stört, könnt ihr das immer noch ändern. Gut, dann gehe ich jetzt zurück und zeige euch jetzt. Also jetzt hätte man das Taktmaß. Ihr wisst, was habe ich gesagt? House of the Rising Sun, genau, war so ein Vorschlag. Dann gehe ich einfach mal in 6 Achtel rein. Und wie ihr jetzt seht, habt ihr natürlich am besten über den Style Finder reingehen. Ich war gerade auf der falschen Registrierung, wie ihr gemerkt habt. Dann wähle ich 6 Achtel an und sage jetzt einfach, hier habe ich jetzt verschiedene 6 Achtel gewählt. Ein Marsch wird House of the Rising Sun sein. Geht man in den Slow Rock Bereich. Und jetzt kann ich einfach mal ein Tempo vorgeben. Gucken, Harmonie, ob es gleich in der Original Harmonie spielt, egal, sei jetzt mal dahingestellt, ich mache ein bisschen lauter. Und jetzt wählt er einfach die an. Das kommt schon mal ein bisschen näher. There is a house. Oder der nächste. There is a. Na, der Bass passt auch nicht so gut. There is a house. Nee, nee, der nicht. Aber der war schon gar nicht so schlechter. Wenn er jetzt da durchtippt, dann werden jetzt lauter passende 6 Achtel Slow Rocks präsentiert. Wenn ich jetzt bei der Bank 1 ja nicht zufrieden bin, kann ich natürlich weitergehen in die nächste Bank. Auf keinen Fall. Da werden mir auch viele Lieder einfallen. Aber so sucht ihr jetzt einfach, während ihr einfach nur die Startharmonie drückt. Na, das kennen wir ja da. Ne? Die 7 könnte auch House of the Rising Sun sein. Oder die 8. Und so spielt ihr einfach, wenn ihr sagt, ihr wollt gar nicht den Akkord greifen, sondern ihr wollt schon die Akkordfolge haben, dann macht euch einfach die Akkordfolge im Chord Looper zum Beispiel rein und dann wählt ihr einfach nur noch den passenden Rhythmus aus. Ihr habt schon die Vorgabe von eurem Akkord, von eurem Groove, Refrain oder was halt einspielt und dann findet ihr unfassbar schnell, toll, passend die Styles. Das Gefährliche, was früher unser Herr Drögemüller immer gesagt hat, wir haben die ganzen Styles ja schon im Keyboard drin, nur wissen wir nicht, wo sie sind, wie sie heißen und deswegen finden wir sie nicht. Wenn ihr jetzt euch künftig da über das Style Finder da reinarbeitet, dann kommt ihr immer zum Ergebnis, weil ihr einfach die Grunddefinition habt, ihr seht das, ein geswingter Vierviertel, ein straight auf der Punkt, mixed straight, also zwischendrin nicht fix einsortierbar. Und dann sagt er, er wollte was im 8-Beat-Bereich haben. 16-Beat, nehmen wir mal 8-Beat Alternate Bass. Die nächste. Überkopfkamera, dass er sieht, dass ich die Registrierung weiterschalte. Und Tempo, wie gesagt, ganz wichtig, einfach 1, 2, 3, 4 eintappen. Geht immer und so fort. So, jetzt habe ich ganz viel über den sensationellen Style Finder schon gesagt, aber das war nämlich jetzt so viel von so viel. Das heißt, ihr habt jetzt künftig die Sortierung und Findbarkeit der Styles für eure Lieder im System direkt im Keyboard drin. Müsst euch keinen Kopf mehr machen, wie spiele ich welches Lied, sondern ihr müsst einfach nur mit dem Kopf mitdenken.
was für Taktmaß habe ich, was für eine Style Art habe ich. Und dann probiere das einfach nur durch. Das Tempo ändert sich nicht. Das heißt, das Tempo gibt dir einmal vor, indem man das Originallied einmal mitgetappt hat auf dem Tap-Tempo. Und dann findet er wirklich unfassbar viele Styles zu euren Liedern, die ihr schon immer gesucht habt, im Keyboard drin hattet und nie gefunden habt. Stylefinder, Sound Wonderland, wichtig. Jetzt gibt es eine oder andere, sagt der Frank hat es jetzt wieder so schnell in 10, 15 Minuten erklärt. Heute ist ja Mittwoch und oft mache ich ja danach noch so ein gemütlicher Stammtisch, sagen wir es, im Musikanten Hauptraum. Und heute kommt um 20 Uhr schon die Heidron. Also ich werde nachher auch noch reinkommen und die steht heute Rede und Antwort eben zu dem tollen Stylefinder. Eben auch kein Geheimnis, wann, für welche Modelle, was da einfach in der Folge ist, auf welchen Instrumenten der Stylefinder sofort schon läuft und wo sie schon dran ist, auch das noch zu portieren. Aber es ist ein Wahnsinns-Tool. Alle, die schon am Musikanten-Stammtisch dabei waren und damit experimentiert haben, werden das bescheinigen können. So, jetzt habe ich ganz viel Stylefinder gesagt. Lasst euch da mal noch ein bisschen drüber gucken, während ich die ganzen Sachen lesen muss, die hier schon parallel geschrieben sind. Grüße in die ganze Welt natürlich. Aber jetzt habe ich so viel hier drin. Grüße. Das Video. Natürlich gibt es ein Video schon von Heidrun, wo ihr das alles angucken könnt. ABCDE ist seine Tasten, kann man da auch auf Rekordner verweisen. Da kommt die erste Frage aus Österreich. Erstmal Servus nach Österreich. Nein, kann man nicht auf Rekordner verweisen. Also die Assignables sind wirklich nur zum Druckknopf zu simulieren oder Fußpedale oder Funktionen, aber nicht auf Recs. Aber jetzt bin ich ehrlich, wenn ich Registration habe, habe ich eine Struktur, entweder nach Alphabet mit meinen Buchstaben, wo ich meine A, B, C direkt aufrufe und da habe ich meine Unterordner nie mehr wie 50 Stück, dass ich sie wirklich mit 3 Knopftöpfen aus 1000 Stück finden kann, da brauche ich keinen Direktverweis. Einmal hoch, dann bin ich im Alphabet oben und ins der Buchstaben rein. Also Giorgio, das würde ich anders anordnen, da sprechen wir mal separat. Da kommt es mit den Videos. Was ist das? Ja, dass ich bei der Registrierung reinnehmen muss, das habe ich ja nur gerade eben falsch gedrückt gehabt. Ich glaube, die Zuweisung von Ordnern war beim Tyros möglich, beim Genus nicht. Genau, das waren die Römisch-Buttons links für die MIDI-Files und die Buttons für die Styles, aber für die Rex gab es keine Zuweisungen. Aber wie gesagt, wichtig, einfach eine gute Ordnerstruktur und dann passt es auch. Gut, jetzt gucken wir mal, kommen da noch Live-Fragen gleich reingetickert? Sehe ich noch keine. Liebe Spätgucker, ihr habt jetzt zu spät eingeschaltet und ihr habt das sensationelle Tool von der Heidrun verpasst, und zwar das Stylefinder. Ich zeige es euch nochmal, weil ihr erst gerade reingekommen seid, ich weiß es genau. Das heißt, ihr habt hier einfach ein kleines Tool. Da habt ihr das Grundtaktmaß, wo ihr einfach sagt, ihr wollt was spielen. Was wollt ihr spielen? Taktmaß, vielleicht ein Vierviertel, einen normalen Standard-Vierviertel im 8-Bit-Bereich, 16-Bit-Bereich. Und dann könnt ihr einfach jetzt x-beliebig mal einen anwählen, 8-Bit-Rock zum Beispiel. Und jetzt drücke ich einfach hier eine Registration und kann jetzt alle weiterspielen. Hier sind wir immer noch bei 8-Bit-Rock. Wenn ihr durch seid, macht ihr die nächste. Könnt ihr auch Display anwählen, wie ihr wollt. Bis ihr den Style findet zu eurem Lied. Wichtig, vorher unbedingt das Tempo eintappen über Tap-Tempo. Und dann habt ihr wirklich ganz, ganz schnell einen Style gefunden, der zu dem Song passt, den ihr spielen wollt, und macht euch da nicht mehr so einen unnötigen Kopf. Das heißt, spart ganz, ganz, ganz viel Sucherei. Stylefinder von der Heidrun von Sound Wonderland. Gut, da haben wir doch noch eine Frage hier. Und zwar Tap-Tempo. Ach, das hab ich eh schon erklärt gehabt, genau. Nochmal, habe ich das... Mache ich doch nochmal geschwind. Das heißt, gehen wir die Überkopfkamera groß.
Das heißt, hier Tap-Tempo links und einfach, also erst wähle ich natürlich meinen Rhythmus, den ich eigentlich nachher spielen will, zum Beispiel den Atmos 4.1, und dann mache ich einfach mein 1, 2, 3, 4. Jetzt bin ich gerade schon eins im Überlege, wie er es denn macht. Jetzt seht ihr, der Frank will wieder wissen, was macht mein Keyboard, wenn ich genau beim, war jetzt nur zum Testen, beim Walzer brauche ich nur 3 Tabs logischerweise, um das Tempo zu erkennen für den Dreivierteltakt. Das wollte ich jetzt gerade kurz noch mal kurz getestet haben. Wenn ich nur 2 mache, nee, definitiv, da braucht er 3, und beim Viervierteltakt braucht er auch wirklich die 4. Machen wir doch nochmal den Test. Straight, Disco Dance, Disco Retro. Ich mache mal nur 3 über Kopfkamerabeweis. 1. Nochmal. 1, 2, 3. Wichtig, Fehler, Frank. Ich muss natürlich die Disco-Registration auch starten, sonst bin ich immer noch beim Dreiviertel gewesen. Jetzt nochmal. 1, 2, 3. Das ist der Beweis. Viervierteltakt brauchen wir nicht die 4 Tabs, beim Dreiviertel die 3 Tabs, also einfach, dass das Taktmaß aus unserer Taktfolge, die wir mit dem Finger vorgeben, analysiert werden kann. Dann nimmt nämlich nicht nur die Zeitdifferenz zwischen dem ersten und dem zweiten Tab, weil das Keyboard denkt ja mit, ich könnte ja ein bisschen Unsauberheiten haben, sondern der nimmt das Gesamtmaß, teilt es durch die gedrückten Tabs, also durch 4 oder durch 3, um das wunderbar passende Rhythmus-Tempo auch zu übernehmen. 1, 2, 3, 4. Überkopfkamera nochmal als Beweis. 1, 2, 3, 4. Gut, jetzt haben wir das doch dann auch noch gemacht. Jetzt geht es weiter. Wie bekommt man denn etwas Übersicht in den Multipad-Dschungel? Wie kann ich sehen, welche Multipad zu welchem Style passt? Gibt es da Merkregeln oder ähnliches? Ha, es gibt natürlich ein paar Grunddinger. Oft sind es ja Registrationen, die schon verknüpfte Multipads haben. Und bei den Styles, wenn ich jetzt einfach mal einen Default-Style nehme, Synth-Pop, Montage-Setting, da fällt mir doch gleich wieder fast ein Lied ein, Latin-Pop-Party, habe ich jetzt defaultmäßig gar nichts hier gewählt. Das heißt, auch wenn ich jetzt umschalte, er hat keine Multipads hinterlegt. Jetzt hätte ich einfach gesagt, gut, bei Bossa Nova, gitarrenorientiert, bei südamerikanischer Sache auch Percussion oder Variationen. Bei manchen will ich auch einfach nur einen Loop dabei haben. Aber generelle Empfehlung, welches Multipad ich zu welchem Style mache, da würde ich auch vor allem sagen, welche Funktion soll dieses Multipad haben? Wenn es eine Ergänzung der Harmonisierung ist, natürlich, das spricht, dass ich chordgesteuerte Multipads dabei haben möchte, dass ich einfach nur einen ganz dünnen Style nehme. Das heißt, ich nehme, was nehme ich denn für einen? Was habe ich da denn komischer? Jetzt mache ich hier mal einfach einen Mixer, dass ihr das aussieht, sorry. Mache ich einfach einen Mixer, mal schön da ein bisschen was raus im Style-Bereich und sage einfach, jetzt will ich eine Gitarre noch dabei haben, dann gehe ich einfach natürlich hier Multipad, das Drumming-Gitarre dazu. Oder die 3. Clap. Ich finde die Überkopfkamera, dass ihr seht, was ich mache. Das heißt, ich wähle einfach die Multipads an. Das sind jetzt nicht akkordisierte Multipads. Die, jetzt habe ich 2 dabei. 1 und 2. Wenn ich einen stoppen will, drehe ich die Taste Stop und also halte die und wähle einfach den ich stoppen möchte. Wenn ich mehrere habe und will alle stoppen, drücke ich einfach nur Stop. Und da kann ich also wahnsinnig viel, was haben wir noch, Nylon, Bossa, Samba. Passt jetzt zum Go-Go-Bell natürlich nicht,
Aber also ganz, ganz, ganz wichtig, was für eine Funktion soll Multipad haben? Sind es One-Shots, wo ich nur dumm trommeln möchte, im Intro, im Solo-Bereich, im Tusch-Bereich, oder will ich wirklich ergänzende, melodiöse Sachen haben, die akkordgesteuert sein müssen? Aber wenn da einer noch einen besseren Tipp hat, wie man das besser erklären kann, also ich hätte gesagt, theoretisch passt, was gefällt. Es gibt keine Definition. Also eher wichtig, dass ich gucke, was mir fehlt im Style. Wenn mir was zu viel ist, wie gesagt, haut er das einfach raus. Das heißt, im Mixer einfach die einzelnen Elemente ausschalten. Da merkt man gleich, was alles zu viel ist. Mit dem ganzen Geraffel drin, ob ich immer alle Chords brauche. Oft ist auch die Fläche. Aber wie gesagt, nichts muss, alles kann. Gut, dann geht's weiter. Die Heiterung, genau, die macht nachher das live. Das heißt, ihr hört euch nachher mit der Heiterung einfach ein Lied an und dann wird live einfach der passende Style gesucht. Aber das ist eine Sensation, die macht das wahnhaft. Grüße nach Langerwehe an die Eifel, wenn ich die gerade hier lese. Lange nicht gesehen und gleich wieder erkannt. Bitte eine Antwort, wenn ich auf eine eigene Registrierung. Uff. Moment, hat der Bernd schon eine aufgeschriebene Frage, die ich überlesen hatte. Tja, wo habe ich die, Bernd? Bernd, ich sehe nur die Teilfrage von dir. Liebe Mitgucker, wenn ihr als sagt, ich lese eine Frage, ich sehe hier über Portale, Facebook, YouTube und so sehe ich die ganzen Fragen. Wenn, je nachdem, auf welchem Portal ihr seid, seht ihr nicht alle Fragen. Dementsprechend, Bernd, ich sehe nur eine Teilfrage. Wo ist deine restliche Frage, Bernd? Bitte schreib deine Frage nochmal hier rein, dass wir es gleich beantworten können. Okay. Ich habe schon mal den Link rein für nachher. And I just saw to say, ein Wechsel was. Was die Heidrun möchte, dass ich I just call to say probiere. Boah, jetzt bin ich anstrengend. Ne? Also. Also, wir gehen mal einfach vier Viertel straight. Ja, obwohl es ein Beat ist, könnte auch fast latinomäßig sein. Wechselbass. Probiere ich einfach mal. Tempo machen wir nochmal. Achtung, über Kopfkammer. I just called to say I love you. Ich hoffe, niemand hört, dass ich damit singe. Das wird das ganze Video natürlich komplett zerstören wieder. Das war nur eine Einspielung, die gerade irgendwo vom Band kam. Okay, also würde ich sagen, probieren wir nochmal. Aber so nicht. I just. Oh, der ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Hinaus geschädigt, fällt mir nicht. I just. Aber wird auch passen. Nee, der passt nicht. Also. Ganz wichtig, einfach dann die Registration halt, habt ihr es gesehen? Ich habe nichts anderes gemacht, wie einfach nur weitergeschaltet. Just called. Jetzt können wir nicht gucken, ob vielleicht beim 8-Beat-Special, ob man da. Nee. Oh, da gibt es ganz.
Also, das Schlimme ist, wenn er da jetzt durchspielt, da falle ich Lieder ein. Einfach nur, ah, jetzt dies, jetzt das. Also, da müsst ihr jetzt einfach durchprobieren. Und wie gesagt, wenn es Style-Forscherin gibt und Entwicklerin, die wirklich alles über Styles weiß in der Welt, dann die Heidrun, löchert sie unbedingt nachher um 20 Uhr. So, was kommt da Hanna los? Wie kann ich den Bass abschalten? Das ganze Keyboard insgesamt. Dann mache ich doch mal einen Zwergenbass. Also du heißt ja Zwergenbass. Da darf ich tatsächlich nie einen Bass abschalten mit so einem Namen. Da muss ich den Bass über anschalten. Aber einmal, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt generell den Style fürs ganze Keyboard insgesamt den Bass. Also wenn ich jetzt insgesamt an dem Keyboard den Bass abschalten will, und zwar den Style-Bass, dann gehe ich einfach in Menü Line-Out und sage einfach, mach mir den Style-Bass auf der Sub 1-2. Das sieht man, eine sieht man nicht, weil ich übernommen bin. Dann kommt der nicht mehr aus dem Main-Out raus, wenn ich auf die Anlage gehe. Wenn ich ihn mit Kopfhörer oder aus dem Stereo-Out, dann geht es nicht so komfortabel, da muss ich individueller arbeiten. Aber wenn ich jetzt gerade auf dem Mischpult oder auf einem externen Lautsprecher, ist das die simpelste Lösung. Jetzt kommt nie mehr ein Style-Bass irgendwo raus, wenn ich das jetzt so lasse und in der Registration auf keinen Fall eine Line-Out-Definition habe. Das heißt, hier darf nicht nie jetzt Line-Out sein, schon speichere ich das dummerweise in einer Registration ab. Dann ist es einmal drin und einmal nicht. Aber für alle Live-Bands, die halt mit echtem Schlagzeuger, mit Bassist, mit Gitarrist spielen, ist das die beste Lösung, da ich einfach sage, ich habe eine Startregistrierung, die heißt Bandbetrieb 1, 2, 3, einmal mit Bass, einmal ohne Bass, einmal ohne Bass und ohne Schlagzeug und einmal mit und ohne, ach, geht alles. Alternativ natürlich im Style-Mixer, also sprich, wenn ich im normalen Mixerbereich bin, einfach hier den Bass ausschalten, aber das ist nur temporär natürlich. Das heißt, wenn ich jetzt eine Registration wähle, jetzt sehen wir, ich jetzt umschalte, Überkopfkamera, Bass aus, nächste, kommt der Bass wieder dazu. Deswegen, also wie gesagt, wenn global, bitte gern spezifizieren wir nochmal, wann dein Bass weg sein muss, wegen Bass. So, was für ein geniales Tool, der Ike findet es auch gut, wunderbar. Wie erkenne ich die One-Shot-Multipads? Also am Name, wenn sie Tom, Drum, Snare, gucken wir mal gerade schön rein, wie die so heißen, One-Shots. Also Gitarren sind alles Grooves, Vocals sind Grooves. Ich würde sagen, die One-Shots sind einfach bei Drum-Shots, bei Percussion-Shot definiert. Wobei, Achtung. Das sind die Vocals in der Au-Shots. Oh, sorry, aber steht ja auch da Percussion-Shots. Drum-Shots sowieso. Und die normalen, alles was jetzt Strum, also Gitarren, Picks oder Strum, also im Namen nach, das sind nicht alles spielende und vor allem akkordgesteuerte. Ich kann auch mehrere einschalten, bis es furchtbar klingt. Und dann, wie gesagt, einzeln ausschalten, Stopp gedrückt halten. Und auch einzeln einschalten natürlich. Ach, hinten den Percussions, genau, vorne Gitarre. Aber gerade so zwei, die nicht gegenläufig sind, ist natürlich der absolute Horror. Dementsprechend eher weniger und den richtigen. Beim Arranger, was haben wir da? Arpeggiatoren, also eigentlich sagt der Name. Chord Add-ons, Akkordergänzungen, ne? Auch gesteuerte. Was haben wir bei Arranger 2? Harpeggio, also Arpeggios mit Harfe, Ukulele, Shots wieder. Ah, das ist natürlich totaler Betrug, weil eigentlich ist also wirklich Harmonie gesteuert. Was man natürlich sieht, wenn ich jetzt mal die Überkopfkamera groß mache, oder das Keyboard ein bisschen gerade drücke, wenn ich jetzt, machen wir das Display nochmal, Ukulele-Shot,
Heißt also definitiv, das ist ein One-Shot. Ich sehe es natürlich auch, wenn ich drücke und er geht von alleine aus, ohne dass ich mit den Händen was mache. Aber er ist trotzdem akkordgesteuert. Beweis. Springt sogar im Shot der Harmonie nach, um das jetzt harmonisch gut klingt. Das fand ich jetzt eher unpassend. Aber da gibt es also wirklich bei der Arranger auch Shots, die harmoniegesteuert sind, aber keinen Loop haben. Der Loop, wie gesagt, sehe ich, wenn der Rode immer anbleibt, der nie ausgeht oder wenn ich halt immer höre ohne Unterbrechung. Was ist ein Comedy? Das ist doch kein Comedy. Okay, gut. Jetzt gucken wir mal weiter, was es da noch für Sachen gibt. Ah, da kommt der Bernd nochmal. Jetzt danke. Wenn ich eine eigene Registrierung auf eine ODS-Taste lege, dann die Registrierung immer für immer weg oder muss ich dann einen Totalreset machen? Also lieber Bernd, wichtig. Eine Registrierung ist eine Registrierung und eine OTS ist eine One-Touch-Setting-Registrierung, in der weniger gespeichert ist wie in der Originalregistrierung. Egal, was ich speichere, alle Sachen, die im Keyboard drin sind, sind nicht überschreibbar. Das heißt, ob das jetzt Styles sind, die hier unter Preset sind, sind nicht überschreibbar. Und die OTS, wenn ich was ändern möchte, ich tue jetzt einfach mal irgendwas einstellen. Ich wähle mal eine OTS aus. Was ist das? Egal. Und jetzt mache ich da einfach ein Klavier auf die Override 1 Voice, weil ich sage, gefällt mir nicht und ich will einfach Piano haben. So, jetzt drücke ich die Taste Memory und dann drücke ich bei OTS 1. Jetzt sagt er, One-Touch-Setting wurde geändert. Wenn Sie Daten einer anderen Styles auswählen, ohne den Save-Vorgang auszuführen, gehen die von Ihnen geänderten Daten verloren und speichern. Jetzt speichere ich einfach den Style neu ab. Der hieß 60er Underground. Und ich schreibe jetzt Piano dahinter. Jetzt habe ich einfach den Style abgespeichert, den ich gerade benutzt habe, den 60er Underground, aber die OTS geändert. Die ist jetzt beim 1er. Beweis, zwei Spieler, 1, ein Klavier. Im Home-Bereich sehe ich jetzt Underground Piano. Jetzt müsste ich den Style natürlich auch noch speichern. Das heißt, ich habe ihn doch schon mit Piano gespeichert. Wenn ich ihn nicht speichere, ab dem Moment, wenn ich rausgehe, wäre natürlich meine geänderte OTS weg. Wichtig einfach zu überlegen, vom Kopf her, brauche ich 4 Klänge pro Style oder will ich für jedes Lied eine fertige Einstellung, dass ich einfach weiß, will ich mit Registrierungen arbeiten, weil der Unterschied ist einfach die Nutzbarkeit, was ich alles noch speichern kann. Das heißt, wenn ich jetzt gerade mal Memory drücke, von den Definitionen, dass ich einfach gucke, was hier gespeichert sein sollte. Ganz, ganz wichtig. Und nicht zu viel speichern, weil wenn ich zu viel speichere, was ich gar nicht eigentlich in dieser Registrierung haben will, wie jetzt zum Beispiel bei dem Style-Finder bei der Hydron. Wenn die jetzt ein Tempo drin hätte in der Registrierung, dann würde ich spielen, würde den nächsten Style wählen und das Tempo würde springen. Ich könnte das blocken, könnte es freezen, aber viel besser ist, wenn kein Tempowert drin ist, dann bleibt einfach der letztgewählte erhalten. Wenn ich natürlich Lieder spielen will, die absichtlich das Tempo ändern, muss ich das Tempo speichern. Deswegen auch meine Idee, dass ich eigentlich mindestens diese Sachen angehakt habe beim Speichern, aber auf keinen Fall die globalen Sachen, die da unten sonst noch sind, wenn ich natürlich pro Lied einen eigenen Vokalist will. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, den Satz sage ich jedes Mal und hinten schimpft schon der Alois und sagt, sag nicht so viel über Technik, die sollen spielen. Sorry. Aber wie gesagt, wichtig, Reset nie machen, weil du brauchst nie ein Reset machen. Du schaltest jetzt mal dein Keyboard ein und dann machst du mal eine Startregistrierung. Die Startregistrierung ist ganz einfach. Du hast alles so eingestellt, wie du willst. Sprich, alle Schieberegler hast du definiert, wie du möchtest. Alle Knöpfe hast du definiert, wie du möchtest. Und wenn das alles eingestellt ist, dann machst du alle Haken hier an bei Memory und speicherst den ab, die Registrierung. Und die heißt dann nachher Memory
einen Platz wählen und dann nennen wir sie nachher unbedingt, ich mache jetzt schnell meine Haken wieder raus, weil ich das jetzt nicht machen möchte, die heißt dann Stadtregistrierung. Und das heißt, wenn irgendwas komisch geschaltet ist, wähle ich einfach die Stadtregistrierung an und alles ist wieder eingestellt und ich muss mir um nichts Gedanken machen, aber ein Reset müssen wir nicht machen. Den müssen wir nur machen, wenn wir keine Stadtregistrierung haben oder sich das Keyboard wegen anderer Datensachen einfach verschluckt hat, weil man zu viele Sachen auf dem Stick hat, vielleicht sogar einen zweiten aus Versehen eingesteckt hatte. Punkt, Punkt, Punkt. Gut, Bernd, ich hoffe, das passt für dich. Und dann haben wir es genau. Wenn wir ein Orchesterspiel und ein Bass live gespielt haben, zeigen wir es genau für die Funktion, würde ich dir empfehlen. Geh auf den Line-Out, wenn du über einen externen Ausgang gehst, ist für den Bandbetrieb. Einfachste Lösung, einmal eine kein Bass Startregistrierung machen und egal in welchem Style du spielst, es kommt kein Bass auf, aus deinem Main-Out raus, aus deinem Keyboard hinten. So, Rudi Lennet heißt das zum Beispiel Main A, B auf dem Grundton bleiben, erst auf C Wechselbass kommt. Okay. So. Okay, auf der Eldernate-Bank sind die 8 Bits mit einem durchgehenden Wechselbass. Ah, okay, da kommt noch Info. 8 Straight, gerade mit bis 8 Beat. Okay. Also gut, wie gesagt, nachher wird uns die Heidrun da die tollsten Sachen, ach, das will ich unbedingt noch zeigen. Wie war es, um 20 Uhr oder wann machen wir das, dass ich da nicht lüge? Dacke, 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 dacke. Machen wir es um 20 Uhr? Ich glaube, um 20 Uhr haben wir gesagt. Also, wir sehen uns auf alle Fälle heute Abend alle miteinander und zwar hier im gemeinsamen Musikando-Raum. Wo ist der tolle Link? Gemütlich den Abend ausklingen lassen, heißt der. Da ist er. So, da kommt er doch. Jetzt kommt er, genau. Das heißt also, alle, die sich jetzt hier nicht trauen oder getraut haben, Fragen zu stellen, soll es ja auch geben. Die können ja immer nach der Sprechstunde in den Live-Raum gehen. Und da können wir dann einfach gemeinsam diskutieren. Das heißt, Fragen stellen, Gott und die Welt und Keyboards, vor allem ob ihr mit dem Handy reingeben, mit dem iPad, mit dem Computer, egal wie. Toll wäre, wenn ihr eure Kamera mit einstellt, dann sehen wir auch euch, mit wem wir da sprechen und wer da die Fragen stellt. Gut, jetzt gucke ich mal, ob in den Portalen, YouTube, Facebook, irgendwo noch was kommt. Soll ich das nochmal probieren? Auf die alleine Page 1 gehen. Also jetzt gehe ich mal noch mal kurz in den Style Finder von der Heidrun rein. Da gehen wir mal aus der Programmierung raus, Registrationsbank rein. 8 Beat. So, Rootbass und die Alternates, hat sie gesagt. Atmosphäre, Alternate Bass. Ah, da sind die. Also da könnt ihr wirklich natürlich jetzt euch durchtoben. Repetition Bass, wiederholende. Root Alternate auf der zweiten. Ja, was merkt er? Was merkt er? Was hat der Frankfurt Wähler gemacht? Er hat was gezeigt und dann vergessen, was zurückzustellen. Nämlich, der Bass fehlt. Ja. Ich denke gerade, die gingen alle so basslos, die ganzen Styles. Deswegen, lieber Zweigen, was wichtig. Registrierung damit machen, Startregistrierung, normale Startregistrierung, Startregistrierung ohne Bass. Und jetzt haben wir auch mal wieder einen Bass. Ich denke gerade, der ganze Style spielt ja ohne Bass. Ja, ist gleich was ganz anderes. Wie will man einen alternate Bass ohne Bass finden? I just called, also wie gesagt, I just called Kilmer. Mit ganz vielen Style-Spielern, das darf man jetzt gar nicht sagen. Aber auf alle Fälle findet da jeder einen. So, was haben wir denn noch? In einer Registrierung wird nicht die Superarticulation, die vorgewählt wird, mitgespeichert. Eine Superarticulation. Eine Superarticulation in einer Registrierung.
Also die Super Articulation Voice, die gerade gewählt wurde, die wird natürlich gespeichert. Aber ich vermute, du meinst den die Aktivierung der Artikulationsknöpfe links. Was anderes wüsste ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht. Das heißt, die SA2-Knöpfe, die waren doch gerade mal im Bläserbereich SA2. Dass er so anbläst zum Beispiel, denn halt ich habe mal die Überkopfkammer, das klappt doch mal sonst gerade. Normal. Von Artikulation 1. Das heißt, das Aktivieren der Artikulation wird nicht gespeichert. Wüsste ich jetzt nicht, hat er eigentlich kein Style-Setting-Parameter, Definitionsthema. Wo wird das gespeichert sonst? Eine Aktivität ist ja genau das gleiche wie jetzt auch ein Pitch. Den ich auch nicht speichern kann. Das heißt, eine Aktivität, die nicht style-relevant ist, sondern einen Parameter aufruft. Ich glaube, das geht generell nicht. Also nicht nur bei Artikulation nicht, weil es ja definitiv eine Veränderung ist. Was können wir denn doch vergleichen? Also ja, das Einzige, was mich natürlich auch irritiert, er blinkt, wie wenn ich jetzt einen Sing-Start-Sing-Stop mache, den er aber style-orientiert natürlich mit dazu speichern kann in der Registrierung im Style-Bereich, im Voice-Bereich nicht. Nee, also da muss ich jetzt passen. Die Multipads speichert er mit ab. Ja, die sind, Multipads sind MIDI-Files, also sprich Styles, die er mit Sync-Start auch starten kann. Linke Hand, aber die Melodie, also Artikulation der rechten Hand, erst durch das Spielen der Artikulation kommt es ja. Normal mit Artikulation 2. Warum sieht man denn die Knöpfe nicht? Das zweite Zoom. Das heißt, also die Multipads kann ich starten, indem ich sie selektiere per Sync Start und dann wähle. Dann blinken die und sobald ich losspiele, kommt das Multipad, in dem Fall hier der One-Shot. Kurz durch. Er startet die die Artikulationen blinken alle. Ach, das ist auch toll. Ich muss doch kurz rauszoomen. Das müsst ihr mit angucken. Moment, auszoomen. Machen wir mal einfach ganz groß hier. Das heißt, es ist lustig, wenn ich alle drei habe. Ja, das machen wir sogar groß. So, wenn ich alle drei habe, dann macht er beim ersten und den weg. Und der dritte hat er noch nicht spielen können, weil er immer nur einen pro Tastenfunktion hat natürlich. Und der kommt dann erst beim nächsten Ton auch wieder was gelernt. Geil. Lieber Edgar, da muss ich echt passen. Da muss ich hören, aber bitte ehrlich, die Artikulation normal spiele ich dir immer in live, dass ich. Nehme ich doch lieber. Aber beim Saxophon klingt es auch viel angenehmer noch. Dann nehmen wir mal einfach das Woodwind. Da brauche ich eigentlich immer die Finger. Da ist die Frage, ob ich für den einen Ton, weil es ja nur der erste Anspielton ist, ob ich da nicht sage, okay, wenn ich wirklich für das eine Lied den brauche, ob ich mal den auf den
Knopf lege. Sprich, ich müsste doch hier den per Moment Display auch noch drauf. Machen wir mal Display und Überkopf. Das heißt, ich drücke einfach direkt Access und meinen Fußtreter. Ach, so ein Zufall. Hab das gesehen, da habe ich doch die Artikulation 1 schon drauf und dann fahre ich den einfach mit dem Fuß ab. Aber ja, ich weiß, mir aber nicht genug Fußschalteranschlüsse, dass man alle Wünsche erfüllen können. Aber dann werde ich das mit dem Fuß abfahren. So, jetzt kommt Zaun-Wandern-Info. Wer nicht kann und den Style-Finder in Action erleben will, wir können noch einen extra Abend machen. Das machen wir, weil ich ja nicht ab und zu immer was dazu sagen müssen, weil ich auch sekündlich was dazu lernen natürlich. Aber ich war schon bei der ersten Vorstellung so begeistert, musste jetzt ja wochenlang sozusagen, durfte nur ein bisschen was andeuten. Aber das macht jetzt einfach Spaß, dass ihr einfach Lieder, Spiele könnt. Ich denke, der Alois wird der Hydro einen extra Pokal bringen. Eigentlich ist das Pflicht, weil endlich die Leute wieder spielen können. Und zwar einfach nur Styles. Gut, haben wir noch hier irgendwas? Oh, da kommt die Frage nach dem Musikertreffen, ob das nett war. Ja, die Ingrid hat natürlich gefehlt. Ein paar andere konnte leider auch nicht, aber mir war ein lustiger Haufen und da habe ich Musik gemacht worden mit zu dritt, zu viert und gesungen und gespielt. Also war unglaublich. War sehr intensiv, wie alle Keyboarder-Treffs, das wissen die meisten ja, dass da auch mal was gegessen oder was getrunken wird, aber es war halt dann der Hammer, wenn zu dritt, zu viert Musik gemacht wurde. Also die geheime Stimme, kein Geheimnis, der Erwin, der Uwe, die Doris, die da alle eingesungen haben, dann halt auch in Kombination miteinander. Der Holger hat noch sensationell auch sich da mit reingebracht, das war gigantisch, also da ist musiziert worden. Nicht bis in die Puppen, aber lang. Also der nächste Keyboard-Treff, das heißt immer nach dem Keyboard-Treff ist vor dem Keyboard-Treff. Der nächste Keyboard-Treff müsste zufälligerweise im Musikando Münden sein. Vom 27. bis 29. Oktober. Wer sich da noch nicht angemeldet hat, sollte, man kann sich, glaube ich, kann man sich schon anmelden, Heidrun, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber auf alle Fälle sollte das im Terminkalender drin haben. Das ist der nächste Treff, wo wir uns ja dann alle sehen und über Keyboards diskutieren, spielen, den Style Finder live in Aktion sehen, aber die Hydro uns natürlich denn um die Ohren hauen, dass uns gerade so die Styles aus den Ohren hauen und wir die Lieder alle spielen können. Ganz, 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 ganz wichtig. Gut, ja, dann haben wir das. Hallo Paul, auch schön dich zu sehen. Genau, freue mich über jeden Zuschauer und dann hätte ich gesagt, 19.19 Uhr. Wenn noch eine Live-Frage hat, bitte her an mich. Ansonsten also kann ich wieder austun. Das sieht man viel zu viel und gar nicht das Bedienfeld, was ich dann so drücken kann. Jetzt wunderbar. Was habe ich jetzt für einen Fehler? Das soll ich euch fast zeigen. Das habe ich ihn jetzt verdrückt. Jetzt müsst ihr mal gucken, was ich da wieder geschafft habe. Wahrscheinlich brauche ich eine andere Voice. Ich habe ihn irgendwie gerade gekillt. Nochmal von Hand. Irgendwie. Ich schaffe alles. Gut, dann mal. Habe ich alles rausgehauen? Ach, mehr Culpa natürlich. Mille grazie, tausend Dank für alle Supporter, Unterstützer. Sie wissen alle, wer gemeint ist. Die noch nicht mich unterstützt haben, dürft ihr trotzdem noch machen. Auch nicht schlimm. Für die Facebooker haue ich hier noch den YouTube-Link raus, und weil die Heidrun immer sagt, ich vergesse es, ihr sollt Daumen nach oben und nicht so viel nach unten. Schon schmeiße sie mich irgendwann aus dem YouTube raus, weil ich es eh so aufwendig für die bin, weil die das alles übersetzen müssen, synchron. Du hast den Fußschalter betätigt. Also, jetzt Achtung. Da muss ich jetzt kurz zurückgehen natürlich. Das heißt, wenn ich sie normal habe, beim zweiten Ton, also der
vor der Note gespielte Artikulation, der nach dem ersten Abheben gespielte und der beim zweiten Ton anspielende, wenn ich alle drei mache. Jetzt kommt der Zweier und jetzt der dritte. Aber was ich habe es auf dem Pedal gerade eben gehabt. War es auf dem? Ne, es war auf dem. Aber der Edgar hat natürlich recht. Nee. Das heißt, wenn ich einmal kurz den trete. Ich krieg's nicht mehr simuliert. Naja, keine Ahnung, was das war. Ich hätte trotzdem gesagt, ich hoffe, ihr habt heute wieder was Hübsches dazugelernt. Ich natürlich auch täglich. Ich sage tausend Dank fürs Zugucken, macht mal's gut. Jetzt wollte ich doch das mit dem Spende und Danke noch sagen. Danke für eure Unterstützung, wie immer, genau. Der Link kommt. Und wir sehen uns 20 Uhr beim Musikando Online-Raum. Und der Heidrun alles über Styles, wie finde ich einen Style in Perfektion nochmal erklärt. Viel besser, wie ich das jetzt so als One-Shot in der Sprechstunde gemacht habe. Aber wie gesagt, alles weitere Fragen gerne an mich her. Und ansonsten sieht man sich wieder wie jeden Mittwoch um 18.30 Uhr. Liebe Spätgucker, liebe Nachgucker, dear Late Viewer, wenn ihr nicht am Mittwoch um 18.30 Uhr das anguckt, sondern zu irgendeiner anderen Tageszeit, Nachtzeit, anderer Tag, ich kann euch nicht live jetzt helfen, weil ich bin vielleicht gar nicht mehr hier in diesem Raum, wo ich jetzt bin, sondern es bin jemand am Mittwoch live. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie über mein Fragentool, dann machen wir das. Jetzt muss ich. Ich wollte mich gerade verabschieden, aber der Bernd nehme ich noch ran, weil ihm seine Frage habe ich anfangs ja überlesen gehabt. Noch eine Frage, wenn ich die Pianostimmen aufrufe, erscheinen die verschiedenen Instrumentennamen und die Bildchen. In einiges ist ein Kreuz oder Pluszeichen zu sehen. Warum? Das gucken wir uns doch gleich mal an. Pianostimmen. Ein Kreuzchen. Stimmt. Da ist ein Kreuzchen drin und wenn ich da mal reingehe, bei denen ist ein Kreuzchen, bei dem ist auch ein Kreuz, bei dem ist kein Kreuz. Was ist die Definition? Ich wollte gerade schon gucken. Hat aber nichts mit dem Pitch zu tun. Der ist ja bei bald. Da muss ich passen. Frage ich nachher auch in die Runde, nachher beim Gemeinsamen. Was ist das Kreuz- oder Pluszeichen bei den Pianos? Sind auch normale Superarticulation, also keine S-Art 2s. Haben wir das noch bei anderen Klängen? Habe ich noch nie beachtet. Da ein Pluszeichen irgendwo ist. Nee. Gibt es nur bei Piano. Lieber Bernd, jetzt haben wir schon jahrelang den Genus vor uns und ich wusste nicht, was das Pluszeichen heißt. Ich hoffe, heute Abend kriegen wir das noch gelöst. Gut. Jürgen, da können wir übersprechen. Also irgendwann kommt ein neues Genus. Das ist kein Geheimnis. Wir sehen uns ja alle nachher im Musikando-Live-Raum. Ne? So, auf alle Fälle ab 20 Uhr schon die Heidrunde. Ich gucke, vielleicht schaffe ich es auf 8, wenn nicht. 8:30, 8:45 bin ich auf alle Fälle auch dabei. Vielleicht auch schon um 8, ich schau mal. Das war die Keyboard-Sprechstunde mit Frank. Heute mit dem Hauptthema Stylefinder. Heidrun Doldes Wahnsinnsteil. Unter soundwonderland.de oder gebt einfach Stylefinder Heidrun ein. Bei Google muss das jetzt morgen auf Platz 1 schon sein. Wenn nicht, sorgen wir dafür, dass das wird. Und danke fürs Zugucken, fürs Unterstützen, fürs Support. Und das war's. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mittwochabend 18:30 Keyboard-Sprechstunde mit Frank. Tschüss.